Tschüss, ihr beiden. Bis später. Tschüss, Mama. Bis dann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Danke. Danke. Tschüss. Wow, deine Haare sehen so schön aus, Melanie. Oh ja. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Nanu, Melanie, was ist denn mit deinen Haaren? Wow, die sind ja pink. Mhm. Ich war gestern nämlich beim Friseur und ich wollte pinke Haare. Meine Mama hat es mir erlaubt und dann habe ich die auch bekommen. Oh, wie cool. Total. Ich würde mir auch so gern mal die Haare in einer bunten Farbe färben. Aber meine Mama wird es niemals erlauben. Ja, meine auch nicht. Und meine erst recht nicht. Naja, sie muss es euch ja nicht erlauben. Ihr könnt sie auch einfach heimlich machen. Was? Und woher sollen wir bitte die Farbe herbekommen? Naja, weißt du was? Wir haben gestern noch eine kleine Packung von der Haarfarbe von der Friseurin abgekauft. Denn falls die Farbe rausgeht, kann man sie dann zu Hause wieder nachfärben. Echt? Das geht? Ja, das ist total einfach. Steht alles auf der Rückseite von der Verpackung. Oh, ich würde das so gerne machen. Und wisst ihr was? Ich habe sie sogar heute dabei, weil ich sie euch zeigen wollte. Oh, echt? Zeig mal her. Tada! Cool. Naja, also wenn ihr wollt, kann ich sie eine von euch ausleihen. Dann könnt ihr euch auch die Haare pink färben. Oh ja! Aber ihr dürft es auf keinen Fall leer machen. Nee, da ist doch genug drin. Ja, stimmt auch wieder. Will es denn jemand von euch haben? Ich! Nein, ich! Nein, wir wollen's! Dann lass uns einfach Schere, Stein, Papier machen. Na gut, wer von uns beiden soll antreten? Ich oder du? Mir egal, ich kann's machen. In Ordnung. Dann los. Schere, Stein, Papier. Marie, du bist draußen. Och, Menno. Jetzt noch wir beiden. Schere, Stein, Papier. Ja, gewonnen. Mann. Okay, dann hier, ich gebe euch die Farbe. Aber bringt sie morgen bitte wieder mit. Natürlich. Danke. Kinder, Entschuldigung für die Verspätung. Ich hatte noch ein wichtiges Gespräch. Kommt jetzt bitte alle mit in den Klassenraum. In Ordnung. Ja, mhm. Nach der Schule. So, Mama holt jetzt Mia vom Kindergarten ab und in der Zeit können wir unser Geheimprojekt starten. Oh ja, die Farbe ist bei mir. Ich hol sie. Dann komm, lass uns ins Bad gehen und alles vorbereiten. Okay. So, wir haben jetzt alles vorbereitet. Hier ist die Farbe, hier sind die Badeklamotten und die beiden rosanen Handtücher werden wir dann zum Abtrocknen und für unsere Haare benutzen. Ganz genau, dann würde ich mal sagen, machen wir zuerst mal unsere Haare auf. Okay. Ich zuerst. Fertig. Und jetzt ich. Fertig, jetzt müssen wir nur noch unsere Badesachen anziehen. Und rein in die Badewanne. Soweit ich es verstanden habe, müssen wir unsere Haare nur nass machen, dann die Farbe drauf machen und es einwirken lassen. Genau, und dann wieder abwaschen. Okay, ich denke mal, unsere Haare sind schon nass. Ja, dann mache ich jetzt mal die Farbe drauf. Ich denke mal, das sollte reichen. Ich hol mal den Handspiegel. Wow, wie das aussieht. Sieht ja mega cool aus. Zeig mal her. Wow, cool. Es hat tatsächlich geklappt. Ja, die Farbe muss noch 5 Minuten einwirken und dann können wir es abwaschen. Okay, dann warten wir 5 Minuten. 5 Minuten später. So, ich denke mal, 5 Minuten sind vorbei. Ich hole mal kurz den Handspiegel und schau mal, wie es bei mir aussieht. Oh, wenn ich jetzt mal so genau auf meine Strähnen schaue und deine Haare sehe, dann fällt mir auf, dass das Pink viel dunkler und knalliger geworden ist. Oh Mist, ich glaube, du hast zu viel von der Farbe genommen. Jetzt sehe ich es auch. Oh oh, du hast recht, das sieht total auffällig aus. Mama wird bestimmt total sauer sein. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Was werden Mama und Papa wohl dazu sagen? Oh je, jetzt haben wir ein Problem. Naja, komm, lass uns die Farbe erstmal abwaschen und uns wieder umziehen. Und dann können wir überlegen, was wir machen. 10 Minuten später.
Okay, Leute, also wir sind jetzt wieder in unserem Zimmer und haben alles aufgeräumt. Also wir finden, dass unsere Haare super toll aussehen. Aber Mama und Papa wird das bestimmt nicht gefallen. Deswegen haben wir eine Idee. Genau, wir haben nämlich unsere alten Wintermützen herausgekramt. Und die sind perfekt, um unsere Haare zu verstecken. Und die ziehen wir jetzt einfach an. So wird keiner was merken. Ja, hoffentlich. Also das ist meine. Und das ist meine. Kinder, kommt runter. Essen ist fertig. Papa ist heute auch schon früher von der Arbeit gekommen. Ja, wir kommen runter. Oh je, Emma, jetzt ist auch noch Papa da. Ich hoffe, dass sie nichts bemerken werden. Ja, ich auch. Komm, lass uns runtergehen. Hallo ihr beiden. Hallo Papa. Hallo. Emma, Nelly, warum habt ihr denn diese Mützen an? Die sind doch total warm. Uns war total kalt beim Spielen und wir haben auch ein bisschen Ohrenschmerzen. Genau, und außerdem haben wir sowieso gespielt, dass ich ein Bär bin und Emma ein Hase. Deswegen ja. Okay, wie ihr meint. Dann guten Appetit euch allen. Danke. Danke. Das hat total lecker geschmeckt. Danke fürs Essen. Ja, danke. Gerne. Aber Kinder, jetzt zieht doch bitte diese Mützen aus. Ihr seid doch jetzt fertig mit dem Spielen. Und es ist doch wirklich viel zu warm. Nee, uns geht's nicht so gut. Und wir haben Ohrenschmerzen. Deswegen wollen wir sie anbehalten. Habt ihr vielleicht Fieber? Könnte sein. Eure Stirn ist etwas wärmer, das könnte vielleicht an den Mützen liegen. Aber ich denke mal, ich messe euch mal zur Sicherheit Fieber, okay? Na gut, dann kommt mal mit. So, hier habe ich jetzt auch schon das Fieberthermometer. Aber jetzt müsst ihr bitte kurz die Mützen ausziehen, okay? Nö, ich will die aufbehalten. Ich auch. Aber Kinder, sonst komme ich doch nicht an euer Ort ran. Bitte, ihr müsst doch jetzt die Mützen ausziehen. Was habt ihr denn? Ach, na gut. Ach du meine Güte, was habt ihr denn mit euren Haaren gemacht? Die sind pink, ja. Emma, Nelly, ihr erklärt mir sofort, warum eure Haare pink sind. Naja, also heute kam Melina mit pinken Haaren in die Schule und die sahen so toll aus. Und sie hatte sogar noch das Haarfärbemittel von der Friseurin dabei. Und dann hat sie uns das ausgeliehen, damit wir auch pinke Haare bekommen. Ja, genau, so war's. Ach du meine Güte, und ihr färbt euch dann einfach die Haare pink, oder was? Ja. Oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier los? Emma und Nelly, was habt ihr denn mit euren Haaren gemacht? Sie haben sich die pink gefärbt. Ach du meine Güte, was macht ihr denn nur für Sachen? Wie sieht das denn aus? Also uns gefällt's. Haben wir euch denn die Erlaubnis dafür gegeben? Nein. Und habt ihr es trotzdem gemacht? Ja. Ihr wisst ganz genau, dass wir euch so etwas wie Haare färben nicht erlauben, da ihr unserer Meinung nach noch viel zu jung dafür seid. Und dass ihr jetzt so etwas gemacht habt, finden wir überhaupt nicht gut. Entschuldigung, wir wussten doch nicht, dass die Farbe so dunkel wird. Ja, und wir wollten das unbedingt mal ausprobieren. Sowas kann man doch nicht einfach ausprobieren. Oh je, ich frage mich echt, wie lange diese Farbe hält. Kinder, wo ist das Mittel? Ich muss mir das mal anschauen. Vielleicht steht dort drauf, wie lange das hält. Ich hol's. Oh je, hier steht, dass die Farbe mehrere Monate hält. Und auswaschbar ist sie nur mit einer ganz bestimmten Haarkur. Und die haben wir nicht da. Ich denke, ich mache mal einen Termin bei der Friseurin aus. Und die kann sich das mal anschauen. Ja, macht das am besten. Und ihr beiden verspricht uns, dass ihr so etwas nie wieder macht. Und uns immer fragt, bevor ihr solche Sachen macht. Verstanden? Ja, Entschuldigung. Tut uns leid. Na gut, dann sind wir jetzt nicht mehr länger sauer. Man kann es jetzt sowieso nicht mehr rückgängig machen. Und versuchen wir jetzt einfach mal eine Lösung zu finden. Ich rufe gleich mal bei der Friseurin an. Okay. Ja. Eine Stunde später beim Friseur. So, ihr beiden, wir sind jetzt da. Ihr könnt wirklich froh sein, dass wir noch einen Termin so kurzfristig bekommen haben. Und ich hoffe wirklich, dass sie es hinbekommen, diese Farbe auszuwaschen. Ich auch, obwohl es lustig war mit pinken Haaren. Ja, jetzt kommt mal mit rein.
Guten Tag, ich habe einen Termin für 16 Uhr. Ah ja, lass mich mal ganz kurz schauen. Genau, das wären dann einmal Ihre beiden Töchter mit den pinken Haaren? Ja, ganz richtig. In Ordnung, dann können Sie einmal im Warteraum Platz nehmen und Sie werden gleich aufgerufen. Alles klar. So, ihr beiden, ich werde mich jetzt um eure Haare kümmern und versuchen, die Farbe so gut wie es geht auszuwaschen. Okay. Wir haben dafür bestimmte Haarkuren und mit denen sollte die Farbe höchstwahrscheinlich rausgehen. Hoffe ich. Wer möchte denn anfangen? Ich! So, deine Haare sind jetzt nass und zuerst benutze ich ganz normales Shampoo, um sie einfach mal zu waschen. So, deine Haare sind jetzt gewaschen und jetzt werde ich einmal die beiden Haarkuren einarbeiten. Das Ganze muss jetzt 15 Minuten einwirken und beim Abspülen sollte die Farbe dann hoffentlich herausgehen. Zum Einwirken ziehe ich dir einmal hier dieses Handtuch über den Kopf, dort bleiben die Haare geschützt drin und die Kur läuft nicht heraus. Du kannst jetzt einmal auf dem Sitz nebendran Platz nehmen, denn während es einwirkt, ist deine Schwester dran. Okay. Minuten später. So, ich denke mal, die Kur hat jetzt lang genug eingewirkt. Dann nehme ich jetzt mal zuerst bei dir die Haube ab und wasche die Kur aus. Okay, hoffentlich klappt es. Ganz bestimmt. Und? Boah, Nelly, deine Haare sind wieder braun. Es hat geklappt. Mhm, deine Haare haben wieder ihre ganz normale Farbe. Alles ist gut rausgewaschen. Yay, danke. Gerne, und jetzt ist noch deine Schwester dran. Okay. So, fertig. Und, hat es bei mir geklappt? Ja, bei dir hat es auch wunderbar geklappt. Deine Haare haben auch wieder ihre ganz normale Farbe. Juhu, danke. Sehr gerne. Ich könnte mir gar nicht glauben, wie erleichtert ich bin, dass es geklappt hat. Ja, ich bin auch froh. Um mal ganz ehrlich zu sein, war das Pink jetzt nicht so toll, wie wir es am Anfang gedacht haben. Mhm, bin froh, dass ich wieder meine normale Haarfarbe habe. Wir werden versprochen, so etwas nie wieder machen. Ja, ganz fest versprochen. Das freut mich. Und ich hoffe, ihr habt aus dieser Sache gelernt. Ja. Mhm. Gut, dann kommt, lasst uns bezahlen gehen. Und dann könnt ihr Papa zu Hause eure Haare zeigen. Okay. Er denkt vielleicht, dass es gar nicht geklappt hat. Mhm, da müsst ihr ihn dringend vom Gegenteil überzeugen. Das machen wir.